Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, komm und sieh. Dieses Wort, wenn man ein wenig vertraut ist mit dem Johannesevangelium, dann weiß man, dass dieses Wort schon einmal vorgekommen ist. Wir hören es nicht nur heute im Evangelium, wir haben es am Anfang des Evangeliums schon einmal gehört. Komm und sieh. Das sagt derjenige, von dem das Johannesevangelium uns erzählt, dass er in diese Welt gekommen ist, um sie heim zum Vater zu führen, um ihr das ursprüngliche Ziel, den ursprünglichen Sinn wiederzugeben. Deshalb wird er Logos genannt, der Ursinn dieser Welt, der von Anfang an bei Gott, in Gott besteht und der sich jetzt in diese Welt, in diese gefallene Welt hinein buchstabiert, wenn man so will, sich hineinbeugt und die Wege dieser Welt geht. Die Ersten, die neugierig werden, sind Jünger Johannes des Täufers, nachdem dieser für Jesus Zeugnis abgelegt hat. Und sie gehen ihm nach und sie fragen ihn: Herr, wo bleibst du? Sie fragen ihn: Wer bist du? Und er sagt ihnen, jedem Einzelnen von ihnen: Komm und sieh. Und jetzt, gegen Ende des Evangeliums, hören wir dieses Wort neu. Es wird genau anders herum gesprochen. Von einer Jüngerin, wenn man so will. Von Maria, der Schwester des Lazarus und der Martha. Wo ist der Mensch, um den es hier geht? Der Mensch, um den es immer geht. Er ist tot. Das ist sein Schicksal. Wir haben ihn begraben. Du warst ja nicht hier. Er ist schon von der Verwesung befallen. 4 Tage tun da schon ihr Werk. Er riecht schon. Wo ist er? Es ist die Frage Gottes aus der Urgeschichte, aus dem Buch Genesis. Adam, wo bist du? Adam hatte sich versteckt aufgrund seines Ungehorsams, seiner Sünde, seiner Übertretung. Und der Tod ist das Gleiche. Meint, es sei das große Versteck vor Gott. Es könne alles so seinen Gang gehen. Verwesung, Ende, so eine Art Zyklus, wenn man will. Man wird halt wieder Humus und dann wächst vielleicht was drauf, das dann auch wieder hinfällig ist, verweslich. So geht alles dahin. Wo ist er? Und dieses Wort hören wir zum zweiten Mal in diesem Evangelium: Komm und sieh. Ein großer Gelehrter hat es so ausgedrückt, dass es geradezu schwer ist, nicht eine Absicht darin zu erkennen. Einerseits der dem Tod unterworfene Mensch, der berufen ist, auf den zu schauen, der allein das Leben gibt. Die Jünger und alle, die Jesus nachfolgen, die durch irgendeine Art und Weise neugierig geworden sind, zu denen sagt Jesus selber: Komm und sieh. Und andererseits das Leben selber, das gerufen ist, den Tod zu schauen, die Verwesung, das Schicksal des Menschen, das er sich selber eingebrockt hat. Dieses Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, wir lesen das nicht per Zufall, damit es auch mal vorkommt. Dieses Evangelium gehört zur letzten großen Etappe der Vorbereitung auf Ostern, zu dieser entscheidenden, alles entscheidenden Botschaft,
Das ist der archimedische Punkt des christlichen Glaubens. Wir können das nicht einfach so im Vorbeigehen wahrnehmen, wie wir auch dieses Evangelium nicht einfach so hören können wie eine Episode, wie eine Erzählung. Ja gut, das steht auch im Evangelium. Wir müssen uns von der Erschütterung Christi hier im Evangelium packen lassen, um dem nachzuspüren, um was es hier geht. Es geht um den allein springenden Punkt christlichen Glaubens. Es geht um die Auferstehung. Und in diesem Bericht über die Auferweckung des Lazarus werden wir sozusagen vorbereitet für diesen entscheidenden, springenden, für diesen archimedischen Punkt christlichen Glaubens. Denn Paulus sagt es in aller Klarheit: Wenn dieser Punkt wackelt, wenn das nicht stimmt, dann lasst es uns vergessen. Dann gibt es kein Christentum. Dann ist das irgendeine Bewegung, die vielleicht, wenn man alles zusammenzählt, plus minus, für irgendwas gut ist. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sie ist auf jeden Fall unsinnig. Es hat überhaupt keinen Sinn. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Schritt für Schritt seit Wochen auf dieses entscheidende Fest, auf diesen archimedischen Punkt des Glaubens zugehen und uns vorbereiten lassen. Und das Evangelium hilft uns in den Personen, die es uns nahe bringt, in diesen beiden Schwestern und in diesem Lazarus. Das Evangelium schreibt diese Personen nicht, um uns bestimmte Haltungen nahe zu bringen, sozusagen, als wären zuerst die Haltungen und da erfindet man Personen dazu. Aber das Schöne des Evangeliums ist, dass wir in den Personen, in den historischen Personen des Evangeliums diese Haltungen wiederfinden, die möglicherweise unsere sind. Man könnte diese drei Figuren, diese drei Geschwister, die die Kirche auch als Freunde Jesu feiert, im Juli mit einem eigenen Tag, man könnte ihnen dienen, in diesen die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe entdecken. Ganz im Schatten Lazarus. Seht, wie sehr er ihn liebte. Dieses Evangelium, das uns das berichtet, von dem geschrieben, den Jesus liebt, nie mit Namen genannt, nie näher beschrieben, immer ganz verborgen. Auch das ein erster Hinweis. Wirkliche Liebe, auch zu Christus, lässt sich nicht auf Plakate drucken. Lässt sich nicht im Internet vermarkten, sondern ist verborgen. Und je verborgener sie ist, desto lebendiger ist sie. Je marktschreierischer sie daherkommt, Skepsis. Hier dieses Evangelium berichtet davon, am Beispiel des Lieblingsjüngers und des Freundes Jesu, von dem wir nicht viel wissen. Von dem allein zählt, und das ist das Entscheidende, dass Jesus ihn liebt und er Jesus liebt. Und dann die beiden Schwestern. Martha, die Ältere offenbar, eine couragierte Frau, eine Frau, die mit den Härten des Lebens klarzukommen hat. Sie hat gerade den einzigen Mann im Haus verloren, das sind drei unverheiratete Geschwister. Das heißt in der damaligen Zeit etwas. Aber sie geht das an. Und auch dafür haben wir andere historische Beispiele für solche Frauen, die dann eben dem Haus vorstehen und das Management auch nach außen übernehmen. Keine leichte Aufgabe. Sie tut das. Und sie tut es ähnlich in ihrem Glauben, auch im Verhältnis Jesus gegenüber. Und doch, wenn wir ihren Worten zuhören, merken wir einen Hauch, trotz dieses starken Glaubens, einen Hauch von Skepsis. Würden wir sagen, es ist eine gesunde Skepsis? Vielleicht ist es ja unsere. Auf der einen Seite sind die Sachen ganz klar, auch vom Glauben her. Wenn du hier gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Das lässt viel Spielraum, was das heißen kann. Ist das ein Vorwurf?
Ist es einfach nur eine Glaubensüberzeugung? Du hättest ihn geheilt und er würde noch leben. Wir hätten diese Probleme nicht, die wir jetzt haben, nicht diese Situation. Und sie geht weiter. Von Jesus herausgefordert, über die Auferstehung zu sprechen, macht sie das sozusagen, als hätte sie, wir würden heute sagen, ihren Katechismus gut gelernt. Sie weiß, was das ist mit der Auferstehung am letzten Tag. Daran glaubt sie. Aber dass es sie hier betrifft, dafür hat sie noch einen Weg zu gehen. Dass diese beiden Welten sich berühren können, dass sie auch zueinander gehören, dass nicht die Dinge dieser Welt so sind, wie sie sind. Da stirbt man eben und dann verfault man in dieser Erde und verwest und man fängt an zu stinken und das war's dann eben. Und dann gibt es irgendwann eines schönen, fernen Tages, irgendwie so, was wir Himmel nennen oder Gericht nennen, dann gibt es da mal so was anderes noch. Ja, daran glauben wir. Wir halten die Sachen schön, fein, säuberlich auseinander. Wir Martha-Gläubige. Erst am Ende dieses Gespräches öffnet sie sich ein wenig, indem sie, nachdem Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, nachdem sie zumindest geradezu in einer tastenden Bewegung sagt, ich weiß, dass du der Messias bist, der in die Welt kommen soll. Das heißt, dass du das Bindeglied zwischen diesen beiden Welten sind, die einmal eine Welt waren, die auseinandergebrochen ist, in eine hinfällige Welt und in eine Welt, wie Gott sie will. Das ist doch das, was Paulus uns in der zweiten Lesung mit seinen Ausdrücken Fleisch und Geist deutlich machen will. Wir sind immer so schnell dabei zu sagen, na ja, das ist so ein merkwürdiger Dualismus und das geht ja irgendwie nicht. Ja, natürlich geht es nicht. Es ist nicht in der Absicht Gottes, dass es auseinanderfällt. Es gehört zusammen. Wenn sich eines verabsolutiert, und das ist meistens die Seite dieser Welt, der Realitäten dieser Welt, des Fleisches, dann sehen wir oft genug, wohin wir kommen. Es sind Sackgassen, Ausweglosigkeiten, Verfaulungen und Verwesungen, nichts anderes. Aber das ist nicht der Sinn dieser Welt. Du bist der, der in die Welt kommen soll. Beide Frauen, es ist ihnen sicher aufgefallen, sagen die gleichen Sätze. Und doch, wenn zwei Menschen die gleichen Sätze sagen, ist es nicht unbedingt dasselbe, was sie sagen. Denn Maria, die zunächst zuwartet, sie ist so etwas wie der Ausdruck einer christlichen Hoffnung, in der sich eine Sehnsucht ausdrückt, eine Sehnsucht nach dem Ganzen dieser Welt, nach der Tiefe dieser Welt, nach dem, dass beides zusammenkommt. Und dass es möglich ist, dass in Christus Gottes gute Absichten, seine Absicht zum Leben, dieser Welt, dieser verwesenden Welt einen Sinn zu geben, dass diese Absichten konkret in dieser Person, in diese Welt einbricht und sie seither in ihrem Verwesungsvorgang durcheinander bringt. Ob wir es schaffen, Schwestern und Brüder, unseren Stein wegzuwälzen, den wir uns dorthin schieben, weil wir sagen, und wir sehen das an der Reaktion der Martha, das wirst du jetzt nicht sehen, oder? Sie will ihn abhaben. Heb den Stein weg. Das ist eine Ansage, Schwestern. Das ist nicht irgendein kleiner mechanischer Vorgang, so wie wir gestern hier etliche Leute im Kloster draußen irgendwie gearbeitet haben. Sagen, das tun wir noch nach da und den Strauch versetzen wir nach dort und den Schrank verschieben wir nach da. Heb den Stein weg ist eine Kampfansage an die Verwesung dieser Welt. Und das mögen nicht alle. Selbst Glaubende mögen das nicht unbedingt, wie Martha. Ja, aber das wirst du jetzt nicht tun wollen, oder? Der stinkt doch schon. Du willst doch nicht wirklich den Glauben. Das, was wir im Kopf klar haben, das wirst du doch nicht wirklich prüfen wollen
anhand einer konkreten Verwesung. Ich möchte das seit 4 Tagen verwesende Gesicht meines Bruders jetzt nicht sehen müssen. Das wirst du doch nicht tun wollen. Es ist so verständlich, was in Martha aufsteht und Jesus davon abhalten will. Aber Jesus wäre nicht Jesus. Er wäre nicht der Christus, wenn er sich nicht auch über diesen inneren Aufstand, der so menschlich ist und doch ganz verhaftet in dieser gefallenen, verwesenden Welt, wenn er sich nicht darüber hinwegsetzte. Weil das ist der erste Brückenschlag zwischen diesen beiden Welten, der gefallenen, der Verwesung anheimgegebenen und der Welt Gottes, wie er sie will und meint und wohin er sie führen will. Dieses Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, bereitet uns auf Ostern vor. Das ist nicht ein jährlich wiederkehrendes Ereignis. Es ist der Einbruch Gottes in diese Welt. Es ist seine ausgestreckte Hand in meine persönliche Verwesung hinein. Mag sie noch so klein anfangen, in Skepsis, in Ungehorsam, in Sünde oder in diese große Verwesung am Ende, in der Erde. Gott bricht darin ein, weil er zu mir sagt und zu euch sagt, das ist nicht das Ziel des Lebens, das ist nicht der Sinn des Lebens. Ich will, dass beide Welten zusammenkommen. Ich will, dass der Geist, der euch in der Taufe eingegeben wurde, eingehaucht wurde, ich will, dass dieser Geist euch zum wirklichen Leben führt. Und versucht, so gut ihr könnt, diese beiden Welten zusammenzubringen. Die hilfreichen, heilenden, lebensspendenden Absichten Gottes zu übersetzen, da, wo ihr seid und wo ihr meint, außer Verwesung ist hier nichts gewesen. Es gilt immer das Evangelium, seine Kraft, sein Geist, sein Leben.